Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es in diesem Video um Teil 2, 5 Fragen an eine frisch gebackene Mama. Und heute habe ich die Julia zu Gast. Stell dich doch gerne einmal selber vor, Julia. Ja, genau. Also ich bin Julia, ich bin 33 Jahre alt und habe vor 5 Monaten, fast genau 5 Monaten, meinen Sohn Noah zur Welt gebracht. Ja, und ganz auf natürlicher Weise und ja, leben jetzt unser happy Familienleben zusammen. Ihr habt euch Teil 2 gewünscht und habt mir sogar relativ viele Fragen gestellt oder mit an die Hand gegeben, die ich jetzt mit aufgenommen habe. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit Frage 1. Wie hast du die Geburt empfunden, verarbeitet und hattest du sofort Muttergefühle? Eine ziemlich große Frage, muss ich sagen, mit ziemlich vielen Ideen, die mir jetzt spontan so in den Kopf kommen. Ich weiß noch, ich war super motiviert, als ich in die Geburt reingegangen bin. Als ich gemerkt habe, es geht los, war ich so, ja, tut weh, aber ja, okay, ich freue mich drauf. Und bei mir waren es irgendwie, ich glaube, 19 Stunden, 17 Stunden davon war ich dann auch im Kreißsaal. Auch gar nicht so kurz? Nö, gar nicht so kurz, wobei ich sagen musste, ich habe irgendwie 5-mal aus dem Fenster geguckt, es war hell, 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 dunkel, dunkel. Also ich war wie in einem Tunnel einfach. Jetzt rückblickend gesagt, ist es vielleicht gar nicht so lange gewesen. Mhm. Und ich habe es mir wirklich viel schlimmer vorgestellt. Also ich habe mich lange Zeit gegen eine PDA, was heißt gewehrt, das nicht. Ich wollte es gerne auf ganz natürlicher Weise schaffen. Und nach 15 Stunden hatte ich einfach keine Kraft mehr oder nach 16 ja. Stunden im Kreißsaal. Und genau, dann habe ich eine PDA bekommen und auf einmal waren die Schmerzen ganz anders, viel erträglicher. Waren sie ganz weg oder waren sie erträglicher? Sie waren erträglicher. Also ich habe schon noch alles gemerkt. Genau, und bei mir muss man noch sagen, war es so, dass die Fruchtblase nicht geplatzt ist. Deswegen hat sich das alles so dermaßen in die Länge gezogen. Mhm. Und bei einer Hebammenuntersuchung, dann hat sie gesagt, okay, ich würde dann jetzt mal die Fruchtblase öffnen. Und da habe ich nur gedacht, ja, warum hast du es nicht schon eher gemacht? Und dann war es auf einmal ein ganz anderer Schmerz. Also es war dann eher so ein Druckgefühl und dann also intensiver? Ja, intensiver, aber besser. Ich konnte es halt irgendwie greifen und dann wusste ich auch, was ich damit anfangen sollte. Und dann gab es ganz gute Hebammenanleitungen, was ich jetzt tun soll. Mit Pressen weiß man dann, was man machen soll. Dieses Wegatmen fand ich irgendwie dann echt auch schwierig irgendwann. Ja, das finden alle schwierig. Also fand ich auch persönlich. Die Eröffnungsphase, sagt man ja auch immer, ist so die fiese Phase, weil man aushalten muss. Ja. Und in der Austreibungsperiode, wo man aktiv mitarbeiten kann, ist viel besser zu ertragen. Habe ich auch persönlich so empfunden. Und das ging dann auch echt schnell. Also ich hatte mal gelesen, dass die PDA eine Geburt dann verzögert. Bei mir war es zum Glück nicht der Fall. Mhm. Gefühlt hatte ich dann echt nur 3-4 Presswehen und der kleine Schatz war da. Und wie war das dann direkt nach Genau, und wie war es dann? Also für meinen Partner kann ich mal zuerst sagen, der war völlig überfordert, weil er wusste nicht, dass es jetzt irgendwie dann soweit ist, weil es vorher irgendwie 17 Stunden nicht voranging und auf einmal war der Kleine da. Und bei mir war es so, ich habe ihn mir dann genommen und habe nur gedacht, ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Und dann war es so zwischen, ich will ihn mir angucken, aber ich will ihn irgendwie auch bei mir haben. Immer so ein Hin und Her. Es war, als würde die Welt stillstehen. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass ich sofort dieses Gefühl hatte, es ist mein Baby und ja, ich weiß, dass du mir gehörst. Und sondern es war mehr so, wow, wer bist du denn? Ich habe so lange auf dich gewartet und zeig dich mal. Also erstmal so ein erstes Kennenlernen. Es war ein erstes Kennenlernen, ja. Und wie ist es jetzt nach ein paar Monaten? So mit dem Muttergefühl? Ja, also das ist natürlich was ganz anderes. Man steht unter der Dusche und hört sein Baby weinen, obwohl es gar nicht weint. Wenn man ihn sieht, man macht sich wirklich völlig zum Clown, nur damit man irgendwie ein Grinsen oder ein Lächeln bekommt. Also jetzt ist es was ganz anderes, ja. Muss ich auch sagen, von mir, also ich hatte auch nicht bei meiner Tochter auch nicht sofort diese Muttergefühle. Das war auch eine sehr lange, anstrengende Geburt, deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Mhm. Und da war ich einfach nur froh, dass ich es hinter mir hatte und dass es durch war, so ungefähr. Mhm. Hatte sie auch auf der Brust und dann wird man ja noch versorgt, genäht und so weiter. Mhm. Hab das dann da alles über mich ergehen lassen und hatte sie halt bei mir und dachte mir die Tage danach immer, krass, das Gefühl, so was Frauen beschreiben, das Kind auf dem Arm und sofort bist du im Glück und hast alles vergessen. So war das bei mir nicht. Ich hatte nicht alles vergessen und habe auch immer noch mal so an die Schmerzen gedacht und fand das schon auch zum Teil echt ganz schön beängstigend, weil ich auch immer wieder dann gedacht habe, oh, du willst irgendwann noch mal ein zweites Kind, aber du schaffst die Geburt nicht nochmal, das überlebst du nicht nochmal. Mhm.
Naja, dann habe ich doch noch ein zweites bekommen. Und tatsächlich war es dann so, wenn man dann mit dem Kind ein paar Wochen zusammen ist, dann hat man halt auch diese richtigen Muttergefühle, das entwickelt sich dann. Beim zweiten kann ich sagen, ist es ganz anders, da hast du das Kind auf der Brust und das ist wie so ein Erinnerungsgedächtnis, du hast sofort dieses Muttergefühl, das ist krass. Spannend, gut zu wissen also, fürs Zweite. Genau, beim ersten, wie gesagt, war es genauso, beim zweiten kommt das sofort. Und da macht man sich ja vorher auch immer so Gedanken, kann ich mein Kind genauso lieben, das Zweite wie das Erste? Das ist ja ganz häufig Thema in der zweiten Schwangerschaft. Aber keine Sorge, das kommt relativ rasch. Mhm. Dann Frage 2. Es geht ums Stillen, so wie häufig. Wie war der Milcheinschuss für dich? Ja, das ist etwas, wo ich sage, ich bin sowieso wahrscheinlich etwas verkopft an all diese Themen rangegangen, was man gar nicht machen sollte, ich weiß, aber... Ist mir auch nicht aufgefallen vorher, ehrlich gesagt. Nee? Nee. Ja, doch, ich bin so... Ich habe im Vorfeld viel lesen wollen und ich wollte genau vorbereitet sein. Und ja, aber wie kann man sich auf Gefühle vorbereiten? Wie kann man sich auf etwas, was in deinem Körper passiert, vorbereiten, wenn dir keiner sagt, ja, das ist es jetzt? Kann ja keiner sagen. Mhm. Und im Nachhinein weiß ich, okay, es zwirbelt. Es wird auf einmal ein komisches, warmes Gefühl. Das ist ja etwas, was man vorher nicht hatte und keiner kann die Hand drauflegen oder sagen, so fühlt sich das an, das ist es jetzt. Deswegen, ich hätte am liebsten jemanden bei mir gehabt, der mir die ganze Zeit auf die Brüste schaut und sagt, jetzt hast du gerade Milcheinschuss, damit ich weiß, okay, so fühlt es sich an und das ist es jetzt auch. Weil man sagt ja, oder ich habe schon wieder vergessen, 24 Stunden, 48 Stunden. Ungefähr 72 Stunden. Genau, danach kommt dieser Milcheinschuss und gefühlt war ich so auf Halteposition. Wann ist er? Ist er jetzt? Und ja, deswegen war das eine Sache, wo ich mir viel Gedanken darüber gemacht habe und was mir, glaube ich, dann in der Anfangsstillzeit auch noch ein bisschen nachhing. Und tat es dann weh oder tat es nicht weh, als der Milcheinschuss da war? Also als du wusstest, okay, das ist er jetzt. Mhm. Oder als ich gesagt habe, du hast jetzt einen Milcheinschuss. Mhm. Nee, das tat nicht weh. Ich bin nur nicht so richtig damit klargekommen, dann Noah direkt immer anzulegen und die Brust zu entleeren. Das war etwas, wo ich mich wirklich antasten musste und was mir ja am Anfang auch gar nicht so leicht fiel. Ja, im Nachhinein weiß man, es ist so einfach und wenn ein Baby weint, einfach anlegen. Einfach würde ich jetzt auch nicht sagen. Ja, stimmt auch, einfach nicht. Also es war schon anstrengend. Ich habe es nicht so richtig fühlen können, was es jetzt ist. Und das war es einfach. Finde ich auch immer. Also gerade am Anfang, wenn die Brust beim ersten Kind so super geschwollen ist, wenn die Drüsen so geschwollen sind, dann hat man so ein bisschen Fremdkörpergefühl. Ja. Fast. Das sagen ja auch viele Frauen. Es fühlt sich jetzt an, als hätte ich irgendwie, als wäre das, hätte ich Silikon in den Brüsten und irgendwie, das gehört gar nicht zu meinem Körper. Wenn die Brust dann wieder weicher wird, wenn die Brustdrüsenschwellung vorbei ist, dann finde ich, kann man ja auch ganz gut, kriegt man ein gutes Gefühl dafür auch, welche Seite man als letztes angelegt hat und so weiter. Aber so zum Milcheinschuss ist es schon zum Teil sehr krass, das stimmt. Zumindest beim ersten Kind. Ab wann hat das Stillen aus deiner Sicht gut geklappt? Und daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Es war 8 Wochen. Ich mir auch. 8 Wochen plus Tag 1. Dann hat es so gemacht und auf einmal war das Anlegen kein Problem mehr und das Stillen hat funktioniert. In den ersten 8 Wochen hatte ich, glaube ich, 3 Brustentzündungen. Musste ja einmal Antibiotika nehmen. Das andere Mal haben wir das mit deinen 24-Stunden-Fahrplänen ja gut in den Griff gekriegt. Aber meine Güte, das war wirklich eine mega Zerreißprobe. Und ich wollte so gerne stillen und habe wirklich gesagt, nach 5 Wochen war das, glaube ich, ich muss mir jetzt eine zeitliche Grenze setzen, weil wenn es darüber hinaus immer noch nicht klappt, dann geht es auch für mich nicht. Und es war sowohl für Noah bestimmt anstrengend, als auch ja, für mich. Nein, es war Horror. Kann ich so sagen. Darf ich das sagen? Ja, darfst du. Es war wirklich schlimm. Aber 8 Wochen plus Tag 1, als wäre nichts gewesen. Also es hat sich mega gelohnt und ja. Ja, durchhalten lohnt sich. Das ist super anstrengend. Das sagen wir auch immer wieder, gerade wenn man so runde Brustwarzen hat. Das ist super zäh. Bei einigen geht es ruckzuck weg. Nach 2 Wochen merken sie gar nichts mehr. Bei anderen dauert das wirklich Wochen und Monate. Ja. Aber irgendwann, das habe ich auch immer gesagt, geht das ganz weg und dann tut es gar nicht mehr weh beim Anlegen. Ja. Und ja, dieser Zeitpunkt kommt bei einigen früher und bei anderen später. Naja, bei mir ein bisschen später, aber du hast immer dran geglaubt. Und ich habe gesagt, okay, wenn Laura das sagt, ich schaffe das. Hat sie auch. Nächste Frage, Stillen in der Öffentlichkeit. Auch immer ein großes Thema. Bevor Noah geboren wurde, hatte ich
die Idee, das ist total entspannt, das machen ja alle und mit den richtigen Utensilien würde mir das auch leicht fallen. Jetzt hatte ich einfach diese Schwierigkeit mit dem Stillen. Mir hat ja, die eine Brust so extrem wehgetan, ja auch, dass das Anlegen für mich ja, ich hatte ihn noch nicht angelegt und habe schon den Schmerz gespürt. Von daher war es super anstrengend, dass ich es so timen wollte, dass wenn ich rausgehe und ich ihn stillen muss, ihn auf jeden Fall vorher auf der einen Seite zu Hause gestillt habe, dass ich dann die andere Seite... Auf der schmerzhaften zu Hause genau, und auf der anderen rausgehe. Genau. Mhm. Das hat es dann schon wieder super kompliziert gemacht. Und dann kam Corona dazu, dass ich eigentlich gar keine Möglichkeit hatte, draußen zu stillen, weil kein Café, nichts offen hatte. Ja, das war... Wie gesagt, dann diese erste Anfangszeit sowieso gar kein Thema in der Öffentlichkeit. Und dann, als es wieder möglich war, war es so, als hätte ich eine kleine Barriere aufgebaut, weil ich kannte Stillen ja monatelang, 3 Monate, nur zu Hause in den eigenen 4 Wänden. Und dann auf einmal nach draußen zu gehen, ich habe mich wieder wie so ein Anfänger gefühlt, weil irgendwie kein Handgriff richtig saß. Da musste ich tatsächlich ein bisschen reinwachsen. Jetzt heute, nach 5 Monaten, ist es kein Problem für mich und ich mache das auch. Aber schon auch, dass ich darauf achte, dass es eine Privatsphäre bleibt. Also ich bin jetzt nicht, dass ich barbusig irgendwo sitze und sage, ist mir egal, ich still hier mein Kind. Also ich suche mir schon eine ruhige Ecke und würde auch, wenn ich im Café bin, vielleicht den Platz wechseln dafür. Das würde ich jetzt schon so machen. Und hast du auch das Gefühl, dass die Leute gucken? Nee, eigentlich nicht. Vielleicht aber, weil ich auch niemandem großartig die Chance gebe zu gucken. Ja. Wüsste ich nicht. Ich habe meine Tochter am Anfang mit Stillhütchen gestillt und das fand ich extrem fuckelig draußen. Ja. Erstmal die Brust freimachen, mir tat die Brustwarze auch weh, dann dieses Teil da draufsetzen. Da hatte ich schon immer das Gefühl, oh, dann guckt jeder, dann hat sie mit den Händen das immer weggeschlagen, bis ich sie dann mal so eingepuckt hatte, dass sie da nicht mehr rankam, muss das Stillhütchen wieder draufsetzen. So. Und dann irgendwann hat sich sie angelegt, dann das Spucktuch darüber, das war manchmal schon eine kleine Tortur, da war ich irgendwann froh, als ich die Dinger los war. Später war das dann auch eine Selbstverständlichkeit, aber die ersten Male war ich auch aufgeregt. Das war so nach 4, 5 Wochen, dass ich das erste Mal im Café war und dachte schon so, mal gucken, wie das jetzt so wird. Hoffentlich wird sie nicht wach. Ist sie aber geworden, hat den ganzen Rückweg durchgeschrien. Ja. Hab mich auch auf irgendeine Parkbank gesetzt. Ist dann so, wenn die Kinder nur laut genug schreien, dann steht man überall. Wobei, mir fällt gerade ein, ich erinnere mich auch an das erste Mal, als ich draußen gestillt habe. Da war ich mit meinen Eltern und mit meinem Mann unterwegs und wir waren bei Gosch und Noah hatte richtig geschrien, weil er wirklich Hunger hatte und dann war es so, okay, ich glaube, ich muss jetzt das erste Mal draußen stillen. Hab das auch ausgesprochen und mein Papa war richtig aufgeregt und er meinte noch, soll ich mich irgendwie so besonders hinsetzen, soll ich einen breiten Rücken machen, dass ich dich abschirme? Stimmt, das werde ich auch echt nicht vergessen, das war wirklich süß. Aber süß, ne? So ein Beschützerinstinkt. Ja, total. Gut. Ja. Nächste Frage. Verhütung nach der Geburt. Auch immer ein großes Thema, gerade auch, wenn man stillt oder Flasche gibt. Was für eine Verhütungsmethode sollte man nehmen? Möchte man überhaupt verhüten? Wie war das bei euch? Naja, meine Hebamme hat mir ja gesagt, stillen schützt vor Schwangerschaft nicht. Ja, habe ich gesagt. Sage ich immer wieder. Und das war auch übrigens so eins der ersten Themen, die der Frauenarzt bei der ersten Nachsorge mit mir besprochen hat, beziehungsweise mir gesagt hat, dass ich mir darüber jetzt ja dann auch Gedanken machen sollte. Und für meinen Mann und für mich ist es jetzt erstmal so, dass ich oder dass wir mit Kondom verhüten. Pille ist jetzt nicht angesagt, einfach weil, ja, jetzt war man so lange pillenfrei und wenn das zweite, dritte, vierte, fünfte Kind kommt, 6., 7., man weiß es nicht. Genau. Haben wir jetzt erstmal gesagt, wir wollen mit Kondom verhüten und. Das ist doch gut. Machen auch viele Frauen tatsächlich und ganz viele sagen auch, nee, jetzt einmal ohne Hormone, ich möchte mich nicht wieder darauf einschießen. Ich kann es auch verstehen, weil ich finde auch, man kriegt so ein Gefühl für seinen Körper wieder. Mhm. Meistens nimmt man ja die Pille sehr früh oder unsere Generation hat sehr früh angefangen mit 14, 15, 16, nimmt die dann über 10 Jahre und wenn man dann mal wieder so merkt, boah, ich kriege meinen Zyklus wieder, ich kriege wieder ein Gefühl für meinen Körper, ich weiß, wenn man Eisprung ist, einfach nur so, ist das irgendwie schon was man wieder gewonnen hat, was man nicht wieder abgeben möchte. Und ja klar, es gibt natürlich auch eine Stillpille, die man nehmen kann. Es gibt eine Spirale, Kupferkette, diverse Sachen, die man auch beim Stillen nehmen kann. Aber wenn man sagt, okay, wir wollen in absehbarer Zeit ein zweites Kind, ist auch immer die Frage, ob das dann so viel Sinn macht, sich wieder darauf einzuschießen. Das muss man sich natürlich überlegen. Aber deswegen finde ich super, dass die Gynäkologen immer bei der Nachuntersuchung darauf quasi nochmal pochen und mit den Familien sprechen. So, das waren die ersten 5 Fragen an Julia.
Und wenn ihr noch einen dritten Teil sehen wollt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Schreibt auch eure Fragen ganz gezielt gerne in die Kommentare und auch eure Erfahrungen zu den Themen, die wir jetzt besprochen haben. Ich verlinke euch den ersten Teil auch in der Beschreibung und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du da warst, liebe Julia, und so offen mit uns gesprochen hast. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, das weiß ich auch. Also ganz herzlichen Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns schon bei Teil 3 bald hier wieder. Bis dann. Tschüss.